Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon X. Und heute geht es weiter hier in der Allee und wir gucken uns ein bisschen um und finden kleine Pfade, aber da kommen wir noch nicht so richtig lang. Ich sehe zwar aus wie eine gewöhnliche Touristin, bin aber ein echt starker Pokémon-Trainer. Übrigens, eine neue Musik, das heißt, wir finden eine neue Trainerklasse. Und es ist eine Touristin. Und die kämpft gleich mit Pikachu. Wunderbar, auch direkt die Allee als Kampfhintergrund. Pikachu ist Level 11. Ich werde einfach mal einen Pikachu ein bisschen beißen. Schreck zurück. Ha ha ha, muhaha, like a boss. Aquaknarre. Pika, Pika. Das war dann wohl. Ja, habe ich doch gesagt. Level 18. Kroko. Und Kroko sagt dazu 2 für alles. Flammi erreicht. Oh, Flammi erreicht auch ein Level. Nämlich Level 20 und Taubsi ist der nächste Pokémon. Taubsi. Oh meine Güte. Sogar das Größenverhältnis passt wunderbar. Das Taubsi ist ja echt winzig. Ja, Taubsi ist echt winzig. Und trotzdem richtet es mir 3 Schadenspunkte zu. Hier, ich blubber dich ein bisschen zu. Blub, blub, blub. Und Taubsi weg. Schlitzohr erreicht Level 14. Und Meh erreicht auch Level 10. Wie gesagt, vergiss nicht unten in den Kommentaren nochmal zu voten wegen Wolke 7 wirkt von Anton. Ganz wichtig, da ich ja eh keine Wetteränderungsattacken kann. Aber was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, vergiss nicht unten in den Kommentaren nochmal zu schreiben wegen der Geschichte hier mit dem EP-Teiler. Meine Güte, das Wort EP-Teiler ist mir gerade tatsächlich nicht eingefallen. Ja, wenn ihr den EP-Teiler unbedingt anhaben wollt, schreibt es mir rein. Wenn nicht, schreibt es mir auch rein. Ich mache mal unten so ein Voting und je nachdem, wie ihr abstimmt, dementsprechend wird dann weitergespielt. Entweder ohne oder mit EP-Teiler. Es gibt aber auch 880 Burgler. Wisst ihr was? Ich mag keine Touristinnen. Tut mir leid, aber nichts gegen dich. Jetzt sag nicht, du bist wieder eine Touristin. Oh, ihr seid ja wie eine Plage. Apropos, Plage ist ja eine Attacke. Hahaha, ich bin vom Typ Unlicht. So. Kampf. Aquaknarre. Zickzacks überlebt die Aquanarre. Und es war so eine geile Animation für Rotenschlag. Ich habe echt noch nicht Rotenschlag gesehen, aber es passt. Es passt wirklich. Es kommt mir auch ganz ein bisschen so vor, als hätten sich einige Sounds von Pokémon geändert. Bin mir aber noch nicht so sicher dabei. Es hört sich vor allen Dingen ein bisschen heller alles an. Kann durchaus sein, dass ich das jetzt auch nur durch meine Kopfhörer so höre. Und ja, man hat direkt den neuen Fiendtyp gleich mal gespürt, denn Trassler war ja vorher gegen die Unlichtattacken sehr effektiv anfällig gewesen. Da es jetzt aber vom Typ Fee ist, ist Unlicht nur noch normal. Deswegen ist Trassler eine ziemlich gute Alternative geworden. Ich habe es schon vorher sehr gerne trainiert. Ja, musstest du mich für den Kommentar jetzt unbedingt vergiften, dass ich es vorher sehr gerne trainiert habe. Ja, ich war in Höhlentourist. Na und, ich werde wieder Tourist dort sein. Spoiler. Aquaknarre. Und Schlupuk puckt sich aus. Wir sind ja einer ganzen Herde Schlupuk begegnet. Und dazu muss ich auch sagen, jemand hat mir in die Kommentare, soweit ich weiß, geschrieben, wenn du einer Pokémon-Herde begegnest, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du einem Shiny-Pokémon begegnest. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, ja, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, weil wenn ich das Fünffache an Auswahlmöglichkeiten habe, habe ich ja automatisch auch die fünffache Möglichkeit. Also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, ich weiß es jetzt nicht ganz genau,
liegt bei ungefähr 1 zu 5100 irgendwas in dem Dreh rum, wenn man normal einen Shiny finden will. Beim ihr gesagt, aber die Streuung ist sehr weit, das heißt, es kann auch passieren, dass man direkt beim ersten Pokémon mal Glück hat und dann Shiny sieht. Das ist mir zum Beispiel bei einem Zubat bei Pokémon Kristall passiert und hat mich danach mächtig geärgert. Ja, jedenfalls haben wir jetzt mal schnell die Vergiftung noch geheilt, bevor wir hier die ganze Zeit noch rumplappern. Aber ja, Drassler eine doch sehr, sehr nette Alternative geworden. Okay, Moment. Wie komme ich da bitte runter? Jetzt sag nicht schon wieder mit diesen Roller Skates. Ich mag die doch nicht so sehr. Wie komme ich da runter bitte? Sag mal was Schlaues. Hast die Reize der Palais-Arena präsentieren sich dem Besucher auf zweierlei Weise. Zum einen leicht zu Fuß erkundbarer Fahrt. Und zum anderen als, nun, das findest du auch sicher auf dem Rückweg heraus. Aber hier komme ich irgendwie nicht runter. Sag mal, bin ich richtig blöd? Anscheinend bin ich richtig blöd. Vielleicht finde ich es ja tatsächlich aus dem Rückweg irgendwie raus. Etwas Nervenkitzel, gefällig bei allen. Diese Tauschvariante erhältst du von einem Trainer irgendwo auf der Welt ein unbestimmtes Pokémon. Was willst du, einen Wundertauschwagen? Nee, danke. Heute habe ich keine Lust auf Zufälle. Ich bin vom Urlaub heute angekommen und ich habe tatsächlich gefühlte 5 Stunden an der Grenze gewartet. Nein, was heißt gefühlt? Ich habe 5 Stunden an der Grenze gewartet. Ach, ist das nicht herrlich? Was will man den Tag nicht anderes machen, außer an der Grenze zu warten? Ach ja, und da ist der Pfad, den ich gesucht habe. Und da ist ein Doppelkampf gegen Pokéfan-Pärchen, Jean und Tia. Eigentlich ist es ja ein Triple. Eieieiei. Das sind die zwei neuen Pokémon. Koffwaff. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aquaknarre auf das pinkene Käufwaff. Und Nidroladung auf das blaue Käufwaff. Das dürfte ungefähr bei beidem die Hälfte abziehen. Was machst du? Eieiei. Scheinbar haben die Pokémon eine richtig gute Verteidigung. Warum müssen Hunde gute Verteidigungswerte haben? War ja schon bei Arcani so. Zumindest etwas. So, wir versuchen mal auf eine andere Art und Weise. Wir setzen jetzt mal einen Biss ein. Ein Glut. Vielleicht hilft das. Oh ja. Und es brennt gleich mal. So, es gibt erstmal wieder Wertesenkung. Eine Kopfnuss auf Kroko. So, die Idee mit Glut war vielleicht gar nicht so schlecht. Ich mache jetzt mal Blubbe. Dann geht zumindest das eine schon mal K.O. Und kratze auf das noch etwas heilere da drüben. Oh, gibt Supertrank? Natürlich! Ich habe auch einen Supertrank gekauft in meinem Tütü-Salon. Hallo, was soll denn das? Das ist der krankeste Kampf, den ich jemals im Pokémon ausübe. Zwei Hunde kriegen mich klein. Ja, brenn. Alter, du hast gar keine Ahnung, was du machen sollst. Tackle. Geh das mal wenigstens K.O. Ah, wie schön du dich noch zu mich wendest. Kaboom, weg ist es. Level 19. Aber nicht so ein guter Anstieg wie vorhin. Mäh erreicht Level 11. Grogu nur noch 20 KP. Alter, was geht mit diesem Ding da ab? Warum hat er so viel Verteidigung? Dann machen wir das mal so. Aquaknarre und Glut.
Ach, stimmt. Das hat ja meinen Angriff gesenkt. Und was macht mein Flammi? Es macht dreimal Volltreffer, wo dann die Angriffs- und Verteidigungswerte, die gesenkt wurden, nicht berücksichtigt werden. Flammi, du bist genial. Und ich habe noch nicht mal mitgedacht. Oh, und dafür belohnst du mich mit diesem Anstieg? Bitte. Null Verteidigung. Null. Null. Niente. Gar nichts. Meine Güte, tatsächlich versucht Schlitzohr Bodycheck zu lernen. Meinetwegen. Schlitzohr lernt Bodycheck. Mäh, erreicht Level 12. Was versuchst du zu erlernen? Woher wusste ich's? Und woher wusste ich Egelsamen? Interessant, ich glaube, dieser Same versucht es auf demselben Level zu erlernen. Und die Attacken sehen auch noch relativ ähnlich aus. Rutenschlag, Tackle, Egelsamen, Rankenim, alle die Attacken kann auch Bissasam. Und mehr kann sie auch. Sowas versucht jetzt Anna noch zu erlernen. Ach, und Anna versucht natürlich auch zufälligerweise eine Attacke zu lernen. Wenn ich diesen Kampf heute nochmal beenden will, dann sagt mir da mal Bescheid. So. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben alle Pokémon Attacken gelernt. Und damit habe ich hier auch das Pärchen, beziehungsweise das Triple besiegt. Meine Güte. Nee. Ach Gott, ich habe ja noch einen Trank. Peinlich. Weg mit dem. Was zum... Den hat man nicht gesehen? Was macht denn so eine geile... Oh mein Gott, jetzt habe ich es gesagt. Ich wollte natürlich sagen, was macht so eine Schönheit da im Grase? Wohl nichts Böses, meine Damen und Herren. Auch dieses Pokémon ist neu. Psiao. Ich habe keine Ahnung, welches Typkombination es haben könnte. Wir versuchen es einfach mal mit Aquaknarre. Das war gar nicht so schlecht. Anscheinend ist es vom Typ Psycho irgendwas. Oder es kann einfach nur Konfusion und will mich damit verwirren. Hat es aber leider nicht hinbekommen. Level 20. Ne, den Turbo-Trier erlernen wir jetzt mal nicht weiter. Ja, wechseln wir mal Phoenix ein. Habe ich auch mal wieder Zeit. Smeppo! Krieg ne Glut ab und tschüss! Meppo! Das reicht immerhin für Level 21 bei Phoenix. Boah, ordentlich. Ordentlich. Ich war aber auch unheimlich schlecht. Ja, wenn du dich mit dem Rücken zu mich drehst. Huch, was war das denn? Achso, und will der Po... Ach, ich habe ja gar keinen Schutz eingesetzt. Ach, da ist es ja auch gleich. Wenn ich dieses Pokémon trainieren soll, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, so trainierst nicht. Also, es ist vom Typ Psycho. Dam, 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 dam. Juhu, ich hab's hinbekommen, es zu besiegen. Halt. Nein, okay. Wie lieb, einen Superschutz gibt es immerhin. Aber ich habe ja, glaube ich, noch normalen Schutz, oder? Meine Güte, Alter, jede Folge geht ja hier im Eiltempo rum. Egal, ich verstreue jetzt mal einfach meinen Superschutz. Nein! Ach Gott, ist das hier übersichtlich. Finde noch einen Aufwecker. Ach, da ist jemand. Ja, die sehe ich. Aus der Einmalregion kommt der Liebe. Milian. Und hat einen Skoppel. Was so absolut aus der Einmalregion kommt.
Dann hat er auch sicherlich keine Pumpen vorher gehabt. Perfekt. Wie im Anime der Ruckzuckhieb. Ich glaube, die Flinkau könnte mir jetzt was bringen. Und es hat bestimmt wieder Ruckzuckhieb eingesetzt. Mäh erreicht Level 13. Und Mäh versucht schon wieder eine Attacke zu lernen. Meine Güte. Mäh, du willst ja nur noch Attacken lernen. Mäh erlernt Rasierblatt. Ah, der reinste Kulturschock. Pokémon. Das wollte ich nämlich machen. Einen Hyperball. In der letzten Folge hat mir ein Hypertrank gefehlt, den habe ich aber irgendwie dann doch nicht gefunden. Hi. Und einen weiteren finde ich hier. Einen weiteren Hyperball. Alles sehr komisch hier mit diesem vielen, vielen Gras. Ach, hi. Dich habe ich ja noch gar nicht gesehen zum Beispiel. Meine Güte, was eine grasige Folge. Wieder so ein Teenager. Toxipert. Das ist Level 12. Meine Güte, meine Pokémon sind echt überstark. Obwohl ich ja alle Pokémon trainiere. Das muss man auch fairerweise sagen. Ich glaube, ich werde die EP-Teile vielleicht sogar ohne Abstimmung ausmachen. Also das wird dann doch ein bisschen zu arg unfair. Sorokex. Und ja, das Problem hatte ich schon bei der Herde mit Sandwirbel. Soll sich aber bloß nicht wiederholen. Bye bye, Sorokex. Schlitzohr erreicht Level 16. Juhu. Und den Teenager haben wir besiegt. Das ist doch die Hauptsache. Ihr habt gesagt, wenn ich das... Nein, das Schutz-Item wird nicht mehr. Mein Kaffee-Item wirkt noch. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte. Ihr habt gesagt... Also ich glaube, ein Kommentar ist gefallen. Wenn ich die Weiterentwicklung von dem Schlitzohr sehe, dann graut's mir. So in der Richtung. Ja, ich will jetzt endlich mal die... Ey, das ist ein Gauwebeerebaum. Interessant. Ich glaube, ich habe die Hälfte so gefühlt vergessen. Nee, scheint wohl alles gewesen zu sein hier in diesem riesigen Grasfeld. Ja. Gehen wir mal... Sollen wir hochgehen? Jetzt bin ich eh hochgelaufen, also jetzt gehen wir hoch. Jetzt ärgere ich mich wahrscheinlich danach mit nein, dass ich es vergessen habe, aber egal. So, das muss dann der andere Pfad wahrscheinlich sein. Oh ja, das ist der andere. Haben noch ein paar Schutze. Ja, es gibt die Mehrzahl. Das habe ich im Pokémon Center gesehen. Ach, im Pokémon Center, im Pokémon Supermarkt natürlich. Schutze. Ich wusste gar nicht, dass es eine Mehrzahl davon gibt. Viele Backpacker. Und das Aberwitzige ist, jeder Backpacker hat keinen Gesteins-Pokémon. Aber das macht es auch ein bisschen spannender. So muss man doch etwas vorausschauender kämpfen. Aber dafür sind doch meine Pokémon einfach echt zu überlevelt. Tja, und das war ein flinker Kampf, meine Damen und Herren. Was sagen die Werte? Die sagen, ganz in Ordnung. Anna erreicht auch nur Level 16. Und der Backpacker ist backpackt und gibt uns einiges an Geld. Und Pokédollar. Gegengift haben wir gefunden. Schön, schön. Was gibt's hier noch? Das hätten wir liegen lassen können. X-Tempo. Oder direkt zum Pokémon Supermarkt und gleich verkaufen. Ja, ich hab dich gesehen.
Mach nicht so ein Trara mit deiner Musik. Was bist denn du? Noch ein Tourist. Der im Gras sitzt. Natürlich, wenn ich Tourist bin, dann gehe ich auch immer ins hohe Gras. Und habe mein Volbeat dabei. Auf Level 14. Und da schieße ich die besten Grashalmbilder, die es überhaupt gibt. Und das verwirrt natürlich meinen Schlock. Zu Recht, wie kann ich im Gras gute Bilder schießen? Und jetzt müsste ich mich fairerweise verletzen. Und es tut es nicht. Also kann man auch im Gras hübsche Bildchen machen. Merkt man sich das dann mal. Flammi erreicht Level 22 und versucht Feuerwirbel zu erlernen. Aufgeben Feuerwirbel zu erlernen, ja, das brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Es war sehr nett, dass es die Attacke wirklich lernen will, aber nee, das werde ich eh zu sehr wieder aus dem Movepool rauswerfen und ist es nur drin. Ach nee, wenn du schon so fragst. Ich klicke die Dialoge doch alles weg, aber das sind halt nur die Touristendialoge, die brauchen wir eh nicht. Illumise! Level 14! Da brauche ich kein Gedankengut. Aquaknarre. Kameradschaft, was brachte das nochmal? Ach ja, mein Angriff ist, glaube ich, gesunken. Stimmt, stimmt. Ach ja, ich glaube, eins von diesen beiden Pokémon kann tatsächlich eine Attacke, was tatsächlich einen Statuswert um 3 Punkte anhebt. Ich wusste gar nicht zunächst, dass es so einen Wert gibt. Genau! Diese Attacke wurde in der... Ich weiß jetzt den Namen der Attacke, aber ich lasse euch jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Dunkeln. Und zwar folgendes. Die Attacke gibt es zwar seit der dritten Generation, aber in der dritten Generation hat sie nur 2 Statuspunkte dieses Wertes erhöht. Und seit der vierten Generation, glaube ich... Nee, seit der fünften Generation. Seit der fünften Generation erst 3 Statuspunkte. Und damit war es eine der wenigen Attacken, die tatsächlich 3 Statuspunkte erhöhen können. Ja, sehr, sehr interessant. Und ich schaue auf meine Aufnahme und sehe 22 Minuten. Meine Güte, es geht so schnell rum. Das war wahrscheinlich nur, weil ich mich hier im hohen Gras aufgehalten habe. Gut, ihr könnt mich sehen. Nein, das ist genau das, was ich hören wollte. Ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit erhöhtem Sichtfeld und einer neuen Folge Pokémon X. Hier nicht vergessen zu liken und zu favorisieren, damit auch eure Freunde diese Folge Pokémon X nicht verpassen. Ich bin jetzt erstmal weg und sage bis dann, servus und ciao.